Herzlich willkommen zurück bei Prey und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich gehe hier in den Außenbereich, ins Weltall zurück, aber nein, falsch gedacht. Ich gehe zurück ins Labor, verkehrt rum, denn ich habe mir sagen lassen, die Thermoskanne ist woanders. Nämlich im Labor. Man glaubt es kaum. Jetzt muss ich nochmal gucken. Oder habe ich die gar schon? Nee. Oder ist das die Tasse? Was war denn das jetzt gerade für ein Grafikfehler? Also irgendwie so mega happy bin ich mit der Mod nicht. Ich weiß nicht, wie viel besser es aussieht. Aber es hat so ein paar Macken. Da ist die Waage. Ich dachte, hier soll irgendwo diese Thermoskanne sein, wurde mir gesagt. Und wieso wird hier ein Mimik angezeigt oder ein Fragezeichen? Ach ne, das war hier drüben, das Viech, ne? Ja, genau. Technik der Regelkreise, die kenne ich schon. Lorenzo Calvino, jetzt schaue ich doch mal kurz auf die Karte. Angeblich ist diese Thermoskanne nicht draußen, sondern die steht hier irgendwo rum. Dr. Calvinos Labor, aber ich finde sie nicht. Hier unten vielleicht. Auch das nicht, aber hier sind ein paar Loot-Items. Entweder ich bin blind. Oder mir wurden da falsche Informationen zugetragen. Das schon wieder. Naja, ich würde sagen, ich mache mich da nochmal schlau, bevor ich jetzt hier sinnlos rumsuche. Ist ja auch langweilig. Ins All muss ich jedenfalls deswegen nicht nochmal raus. Und dann mache ich das auch nicht. Was hier? Nee. Looking Glass Workshop. Hat der denn noch ein anderes Büro irgendwie? Hier war ich auch schon überall. Na gut. Ich würde sagen, ich gehe mal zurück in mein Büro, um mir das Video anzugucken. Oh, na guck an, wo kommt der denn her? Jetzt am Ende doch spawnen die Gegner. Muss ich ein bisschen aus dem Weg gehen, sonst nehme ich da immer Schaden, wenn die Dinger explodieren. War das hier drüben? Nee. Und ein Phantom. Dann speichern wir mal lieber. Blöd eigentlich, dass hier nicht mehr automatische Kanonen sind, die sich um die kümmern könnten. Da ist doch ein Geschütz. Ja, dann arbeit halt mal. Geschütz. Können wir uns mal hier eins parat. Jawohl. Okay. Phantom 1, Geschütz 0. Das ist dem wenigstens geschadet. Ja doch. Das kann man gelten lassen. Den Rest mache ich dann schön selbst.
bin gespannt, was jetzt im Video zu sehen sein wird. Oder habe ich die Thermoskanne doch schon eingesackt? Soll ich doch glatt nochmal ins Inventar. Da ist da irgendwas, was so aussieht? Nee. Also entweder ich bin wie immer noch blind. Wieso habe ich denn zwei Glukanonen dabei? So ein Quatsch. Aber keine Thermoskanne. Naja, okay. Die kann ich hoffentlich auch mal da reinschmeißen. Gut. Ah, alle Waffen. Okay, okay, okay. Wunderbar. Zurück in der Lobby. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich hoffe, das mit den... Wollte ich gerade sagen, mit den spawnenden Gegnern, das nimmt nicht überhand. Aber ein bisschen nervig ist das schon. Das kann ich nicht mal mehr durch schon besuchte Bereiche. Ohne, dass mir hier so ein Sack entgegenkommt. Aber ich glaube, ich lasse den jetzt einfach mal in Ruhe, oder? Das ist einer von den Fieseren. Den ja ablenken. Ja, da schaut. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist zwei gleich. Das ist dein Ernst? Wow, wow, wow. Boah, ey. Leck mich am Arsch. Auch das habe ich in der Zwischenzeit gelernt. Man kann mit Glut dieses Zeug hier entschärfen. Boah. Jetzt wären es für meinen Geschmack langsam schon ein bisschen zu viele Gegner. Da. Das ist irgendein Sonder. Mimik. Mit so glühendem Zeug außenrum. Mann, ey. Ich will doch mal einen Apfel essen. Okay. Dann gucken wir mal. LG-Reparatur. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Du musst die Talos 1 zerstören. Die Forschung, die Typhon, alles vernichten. Auch dich. Ich weiß, wie das klingt. Aber du hast die Typhon erlebt. Sie sind ein Teil von dir. Wenn auch nur eine Zelle die Erde erreicht, ist es aus. Tut mir leid, es gibt keinen anderen Weg. January kann dir zeigen, wie die Selbstzerstörung aktiviert wird. Alex wird dich aufhalten wollen. Er hasst es zu versagen. Er ist zu stolz, um beschämt zu Mama und Papa zurückzukriechen. Jetzt hängt alles an dir. Viel Glück. Gefällt dir nicht, oder? Nein. Na, herzlichen Dank auch. Ah, hi January. Hallo Morgan. Ich bin January 2035.
Ich bin ein Operator. Es gibt viele Operator auf der Talos 1, aber keiner davon ist wie ich. Hier ja, erzähl drüben. Doch mal. Ich bin ihr Plan B. Meine erste Aufgabe war es, sie aus der Simulation zu befreien. Dann sollte ich ihnen das Video zeigen. Alles erledigt. Interessant. Ich habe jetzt Zugang zu weiteren Anweisungen. Die Selbstzerstörung der Talos 1 wird durch zwei Zündschlüssel aktiviert. Ihr Bruder hat den ersten, sie den zweiten. Alex hat ihren Zündschlüssel zerstört. Sie haben jedoch einen Fabrikatorplan für einen neuen in der Datenzentrale versteckt. Dorthin müssen sie sich als nächstes begeben. Danach können wir uns Gedanken um Alex' Schlüssel machen. Die Typhon breiten sich schnell aus morgen. Das wird ein Wettlauf gegen sie und ihren Bruder. Mit dieser Schlüsselkarte haben sie Zugang zum Hauptaufzug und allen Laboren. Mit dem Hauptaufzug erreichen sie die Datenzentrale am schnellsten. Nächstes Thema. Ich sollte ihnen weitere Neuromods besorgen. Das habe ich getan. Viel Glück morgen. Geil. Dankeschön. Ihr Büro ist relativ sicher. Kommen Sie zurück, wenn Sie sich ausruhen oder den Fabrikator benutzen möchten. Okay, also nächstes Ziel Datenzentrale. Dann schauen wir jetzt erstmal in die Neuromods rein. Zwei Stück brauche ich, glaube ich, erstmal. Also Mediziner brauche ich nicht. Hier sind es schon mal vier für bessere Hacking-Fähigkeiten. Viel rumschleppen will ich, glaube ich, erstmal auch nicht. Was ist denn mein nächstes Ziel so? Ah, Ertrag beim Recyceln. Dazu baue ich zu wenig. Die Rohrzangenangriffe. Eigentlich würde ich gern tatsächlich meine Waffen so gut machen, wie es nur geht, weil ich werde sehr viel schießen. Schleichen kann auch nicht schaden. Kampffokus, das ist jetzt irgendwie nicht das Spiel, wo man das, glaube ich, dringend braucht. Was gibt es denn hier noch? Mehr Ausdauer. Allgemein mehr Gesundheit. Ich glaube, ich hebe mir die jetzt tatsächlich nochmal auf. Stattdessen pimp ich mal meine Schrotflinte noch um 1. Ah, siehst du, Feuerkraft geht gut nach oben. Munitionskapazität. Ich habe jetzt schon viel nachgeladen gerade, ne? Hahaha. Ich glaube, ich mache die jetzt noch um 1 stärker. So, habe ich sonst noch Waffen-Upgrades? Nein. Ein Recycler habe ich sonst auch nichts. Ich auch ein bisschen von den zwei Gegnern. So, und hier. Bolzen, Medkit, Glukanister. Eigentlich habe ich ja da überall genug, glaube ich, noch. Da schaue ich erstmal, ob ich neue Pläne finde, wo. Okay, gucken wir auf die Karte. Ich bin in meinem Büro. Das Stockwerk habe ich eigentlich schon ganz gut mitgenommen. Ich könnte mal schauen, ob ich ins Taumazentrum komme, weil es da diese Nebenmission gibt. Ja, ich glaube eine nach unten und dann bin ich ohnehin schon da. Von den Zielen her, Datenzentrale im Hauptaufzug in der Lobby, genau, der Schlüssel von Dr. Bellamy. Der ist im Traumazentrum. Da schaue ich doch mal als nächstes hin. Kann ich den hier denn reparieren? Nee, Reparatur 3, oh Gott. Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Da ist die Tür kaputt und hier ist das Traumacenter. Die Karte müsste ich ja schon bekommen haben. Genau.
schauen wir mal, ob wir den Doktor hier finden. Anna Goldcrest haben wir schon mal entdeckt. Noch ein Patient vor mir. Na toll. Bitte nehmen Sie doch so lange noch im Wartebereich Platz. Als Chef von der Bude hier müsste ich aber eigentlich privat versichert sein. Oh, ein Tracking-Armband von Sylvain Bellamy. Systemalarm. Oh. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Da hinten schleicht schon einer rum. Ach so, jetzt habe ich natürlich dem sein Tracking-Armband gefunden, aber das heißt ja nicht, dass der hier ist. Jetzt schaue ich nochmal in die Quests rein. Nach Bellamys Leiche. Okay, ich habe sein Armband gefunden, aber das heißt ja nicht, dass... Oh Gott, was ist denn das für einer? Der brennt. Da, muss ich jetzt erstmal noch nicht direkt in die Nähe. Hendrik de Vries. Wow. Nein. Wird langsam mal Zeit, sich neue Taktiken zu überlegen. Gibt es denn hier oben irgendwie einen Weg? Sieht nicht so aus. Kann ja nicht immer nur das Drauflaufen sein. NSP-Spritzen. Hallo Regina, tut mir leid, ich hätte Ihnen Bescheid geben sollen. Die NSP-Spritzen waren für Chief Ilyushin. Leichte physiognomische Erschöpfung, hätte er es vermerken sollen. Alejandro, kommen Sie bitte vorbei. Können Sie mir auch Ilyushins Werte und Familienunterlagen weiterleiten? Seltsam, ich kann die Aufzeichnungen nicht aufrufen. Sie sind nicht im System, soll ich immer noch vorbeikommen? Einlieferung Verletzter. Achtung an alle Sicherheitsmitarbeiter im Trauma. Es werden mehrere verletzte Personen sowie ein möglicher Todesfall eingeliefert. Einer von ihnen ist Dr. Sylvain Bellamy. Bringen Sie ihn nicht ins Traumazentrum. Er muss unbedingt in die Psychotronik aus dringenden Sicherheits- und Gesundheitsgründen. Ich wiederhole, liefern Sie Dr. Sylvain Bellamy nicht ins Traumazentrum ein. Bringen Sie ihn unverzüglich in die Psychotronik. Alexio, okay, dann wissen wir, wo er ist. Bereichskarte kann nicht schaden. Okay. Okay, eine Goldcrest habe ich schon gefunden. Randolph Hutchinson. Auch schon tot. Psychotronik. Also hier ist irgendwo der Bellamy. Dann schaue ich da jetzt mal hin, glaube ich. Ja. Achtung! Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Oh, so einer schon wieder. Na, lass mal den mal in Ruhe kurzzeitig. Also Psychotronik. Hab ich Gott sei Dank auch die Karte schon. Jetzt verriegeln wir hier lieber mal. Türüberbrückung. Da bleibe ich trotzdem mal ein bisschen außer Sichtweite, glaube ich, lieber. Eine Notiz. Hallo Elias, du hast deinen Charakterbogen auf dem Drucker liegen lassen. Vergiss nicht, dass wir das Spiel in den Aufenthaltsraum in den Besatzungseinrichtungen verlegt haben und es eine Stunde später als sonst losgeht. Tu uns allen einen Gefallen und schluck vorher ein paar Glückspillen. Bis dann, da hatte ich das Illen her. Weil ich immer schneller bin als die Scheibe gewesen. Juri, wie sich herausgestellt hat, ist Juri Kimura wie alle anderen auch. Mehr dazu in der Mittagspause, sagt Dimitri zu... Kommst du jetzt hier rein oder nicht? Ich hoffe doch schwer, dass nicht.
Soundtrack ist auch ein bisschen geil, soll man sagen. Der Psychotronik-Mitarbeiter. Only, da ist wieder so einer. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Ah, auch nicht so schlecht. Dr. Thorstein? Wo sind Sie? In der Werkstatt. Ich hab eine Explosion gehört. Vergessen Sie das. Nehmen Sie mit, was Sie können und kommen Sie in mein Büro. Wir evakuieren. Was? Was soll ich? Neuromods. Exotisches Material. Beeilung. Wir treffen uns in meinem Büro. Ja, Sir. Und bringen Sie eine Glue-Kanone mit. Okay, jetzt wird's aber langsam interessant. Ah, da ist auch alles ein bisschen kaputt hier drüben. Kann ich noch nicht reparieren. Jetzt aber schnell. Ersatzteile, Computerwagen ist egal. Was gibt's hier noch? Ein Replikator brauche ich nicht. Wo bin ich denn hier drüben? Ach so, das ist... Ah ja, die andere Seite. Da war ich schon mal bei den Toiletten. Das heißt, hier gibt es sonst weiter nichts. Ich lege noch eine Glue-Schicht drauf und hau hier wieder ab. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Die Funktion, ja. Also, ich muss also ins Neuromod-Labor auch noch wieder zurück. Scheinbar muss ich nicht unbedingt... Gehen Sie zur Psychotronik. Was ist denn jetzt alles los? Das ist... Warten Sie. Okay. Wissen Sie über den Hauptaufzug Bescheid? Er ist defekt. Ich weiß nicht warum, aber die Kabine steckt oben fest. Es gibt einen anderen Weg. Durch das Psychotronik-Labor. Morgan, dort sind die Typhon aus der Eindämmung ausgebrochen. Seien Sie vorsichtig. Garantiert manuell. Verdammt. Erst babysitten mit diesen Spielzeugpistolen, dann tut sich die Hölle auf und wir werden eingesperrt. Trendstar braucht eine Armee von Anwälten, wenn ich zur Erde komme. An die Station. Suchen Sie Schutz. Prüfen Sie die Umgebung, Wände, Böden und Decke. Und schließen Sie sich ein. Wir arbeiten an einer Lösung und werden Sie so bald wie möglich rausholen. Elazar, over. Sage mal, was ist denn jetzt alles los hier? Also, Schlüssel zu Alex Fluchtkapsel, Neuromod-Abteilung. Die könnte ich jetzt natürlich, weil die hier in der Nähe ist, auch noch schnell holen. Aber jetzt bin ich schon in der Psychotronik, dann schaue ich mir das jetzt erstmal an. Außerdem ist da hinten, na gut, ist auf beiden Seiten ist einer von diesen Leuchtfackern. Dann mache ich jetzt erstmal den Leuchtfacker hier kaputt. Ach so, ich habe keine. Hahaha, ich habe keine Munition mehr für die Schrotflinte. Das ist ja aber jetzt nicht so geil. Recyclerladung, Nullwellentransmitter, EMP. Probieren wir es mal mit dem. Nee, erstmal knall ich den so ab. Da brauche ich mehr Ruhe für den. Wah! So, 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 so. Au. Mann, ey. Also was ich echt mal bräuchte, wäre neue Schrotmunition. Wo kriege ich die denn her? Brauche so einen Fabrikatorplan für die Munition, sonst geht's mein Nose nay. Alles klar, Psychotronik. Guten Morgen, Talos. Frühstück wird bis 9 in der Kantine serviert. Joel Weeks mit einer Reagenzglasprobe. So,
was auch immer Psychotronik ist. Wir werden es herausbekommen. Komme ich denn hier rein? Ja. Das Psychotronik-Labor wurde rund um den russischen Satelliten Vorona 1 gebaut, der die Typhon schon 1959 entdeckte. Okay. Wow! Die Psychotronik ist das Gegenteil von sicher, Morgan. Was suchst du? Jemand hilft dir. Ist es Michaela? Elazar? Die Atmosphäre entdeckt. Ich kann die Nachrichten Ihres Bruders belauschen. Darüber besteht Einigkeit. Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Unterführungstunnel namens Guts. So gelangen Sie ganz nach oben. Ich habe irgendwie das Gefühl... Achso, ja, ich wollte den Bellamy suchen erstmal, genau. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich erst noch mehr so Nebenkram machen müsste und das jetzt so die Hauptmission ist, die ich jetzt eigentlich noch gar nicht machen will. Deswegen möchte ich eigentlich das andere noch machen, weil ich will auch noch ein paar Neuromods sammeln und ein bisschen gestärkter hier reingehen oder auch ein bisschen Munition, weil wenn ich jetzt schon immer nur die Hauptmission mache, dann ist mir das alles ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt. Ich soll eine geile Musik... Sicherheitsstation. Ist mir zu verdächtig ruhig hier alles. Sicherheitsraum. Wo es da so viele tolle Sachen drin gibt. Und im Hacken bin ich, glaube ich, noch nicht gut genug. Da braucht man Hacking 2, wisst ihr was? Ich schaue jetzt doch nochmal in meine Euromods. Ah, das kostet aber 4, siehst du? Ja, dann muss ich, Ich weiß nicht. Guck mal um die Ecke. Hier rechts komme ich auch schon mal nicht durch. Clean Room Preparation. Da ist so ein Toilettensymbol drüber. Mimik. Also hier schaut es jetzt schon voll aus nach Bioshock, ganz ehrlich. Wow, oh Gott, was ist denn das für einer? Boah, wo kam der denn jetzt her? Boah. Halleluja. Das ist mir alles zu ruhig. Also klar, zwei Gegner, aber diese Räume, wo auch keine Items sind. Psychoscope mandatory beyond this point. Das heißt, ich brauche jetzt ein Psychoscope oder was?
Hier kommt auch gleich nochmal ein Schocker, ich weiß es. Sonst wäre das alles hier nicht so ruhig. Irgendwie so ein Wasch- und Dekontaminationsbereich hier. Ekligste Klo Schottlands. Sah auch so aus. Okay. Alison Brady. Und hier ist irgendwie ein Loch im Boden. Ich würde sagen, in dieses Loch springen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.